So, ein wunderschönes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, wie man sieht, mein Bild ein bisschen dunkler geworden. Es sind schon ein paar Stunden vergangen seit der letzten Folge. Mal wieder. Okay, fortsetzen. Wir sind mit der aktuellen Trailer-Transportmission fast fertig. Müssen wir also in der Folge schaffen. Ja. Genau. So. Das ist immer dieser LKW so kurz aufblitzt, ohne Hintergrund und so. Das ist schon für ein bisschen ungewohnt. Okay. Genau. Wir fahren einfach direkt weiter, bis die Mission abgeschlossen ist. Fertig zum Losfahren. So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Aber warte mal, da rauf auf die Auffahrt. Nee, nicht überholen. Ich brauche den Platz. Ab. AfD-Wähler oder was? Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Warum sind die Schilder so weit auf der Straße? Ist ja schlimm. Oh, was ist nach vorne los? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus.
immer geradeaus. Oh, sind wir auch gut bergab. Bitte rechts halten. Auf dem Weg. Halt erstmal rum. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Da vorne ist das Ziel. Oh mein Gott. Weil die Route nicht weitergeht. Achso, der geht da hinten nochmal rum. Ah. Verstehe, verstehe. Wir müssen doch erstmal einen Haken schlagen. Bahnhof. Warum können wir hier nicht einfach nach rechts abbiegen? Warte mal. Oh, auf den LKW. Darf ich jetzt einfach dran vorbeifahren oder verlasse ich dann wieder die Formation? Ich speichere mal kurz. Für den Fall, dass ich nicht vorbeifahren darf, muss ich eh neu laden und dann ist auch der LKW weg. Easy. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, siehst du. Ich verlasse die Fracht. Die Formation. Gleich scheitere ich wahrscheinlich. Jetzt ich gar nicht mehr hin muss. Danke. Ah, da hinten. Ob ich das noch schaffe? Der piept schon wie wild. Wir hätten einen Meter vor dem Ziel. Ich habe die Formation verlassen. Hier endet es. Oh, ich glaube, ich schaffe es. Oh, wie praktisch. Yeah, wir haben es geschafft. Nice. Groß in Amerika. Okay. Wow. Wieder Levelübersprung. Läuft doch bei uns. So, wir haben 2 Punkte zu vergeben. Jetzt die Frage.
Was nehmen wir? Ich glaube, was gut reinhaut, sind diese Klasse 6 Dinger. Und was in Amerika auch immer geht, sind exklusive Sachen. Machen wir erstmal die beide. Let's go. Nice. So, Level 12. Wir haben 166k. Service, Bank. Wie sieht es denn hier aus? Was haben wir? Wir haben 1666 Dollar. Seht ihr nicht, steht da drüber, aber ihr seht hier oben. Ach, so kommt auch die Bank auf. Cool. So. Das heißt, ich könnte mir 140 nehmen. Mal überlegen, 140. Das wären gerade mal 300. Wir haben auch noch 350. Wir müssen also noch ein bisschen. Ein bisschen müssen wir noch. Okay. Okay. So, das heißt, erstmal gucken wir mal bei unseren Mitarbeitern, wie es ihnen jetzt eigentlich geht. Fahrermanager, was haben die, was, wie sind sie jetzt so drauf? Die sind alle auf ausgeglichen. Sehr praktisch. Und ich glaube, ich kann sie auch eigentlich mittlerweile alle, ja, kann sie alle auf Fernfahrer schicken. Fernfahrt. Nice. So. Das heißt, ja, wir haben unsere neue Mission. Schon wieder nur als Verlasttransporte. 50k. Oh, hier ist ein Kombi. Sogar, also Kombi und Schwergut. Boah, Alter. 60 Tonnen. Wie ich das wüsste, 600 PS. No. Das sind ja schon Stücke. Da unten waren wir auch noch nicht, ne? Ne, ist alles noch grau. Ja, dann nehmen wir die Stücke. Let's go. Gehen. Irgendwie fahren wir jetzt nur noch mit dem Auflieger, kann das sein? Ich hatte gedacht, das ist jetzt wieder so ein mehrteiliger Auflieger, also so ein Dreifachauflieger. Aber nee, das ist ein Auflieger, der nur mehrteilig ist. Wo kommen wir denn überhaupt raus hier? Geht's? Da sieht es aus, als wenn es da rausgeht. Da nicht so sehr. Also fahren wir mal nach rechts. Ah, diesmal sind die Spiegel auch richtig ordentlich eingestellt. Ist ja gleich auch ein Volvo. Aber wenigstens kein Auflieger, also keine Fracht, die wieder heraussteht. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, aber die, die du gefunden hast, ist schon wieder scheiße. Warum nicht einfach geradeaus weiter? Warum einmal abbiegen, wenn man auch dreimal abbiegen kann, so der? Biege nach links ab. Nein. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Biege nach links ab.
immer geradeaus. Also ich glaube 3 Achsen. Biege nach links ab. Warum hat Volvo so eine hässliche Blinker-Simulation? Also Blinkgeräusch-Dingsdabums da. Warum nehmen sie einfach die gleichen Sounds wie in den europäischen LKWs? Klingt so Bullshit. Boah, Alter. Bei der Laterne war aber gerade hier, ja, schön gerade so, ne? Aber weil ein bisschen überstehen tut, ja, tut die Fracht schon. Aber noch moderat. Vorne flackert's voll. Wie so diese, also sieht eins so aus wie diese Glimlämpchen, wo du meistens so diese elektronischen Kerzen hast. Oder diese beim Metallplättchen hast, wo es da, ja, eben da dazwischen halt so rumglimmt. Ah, das sieht ungefähr genauso aus. Interstate 40. Ah, nice. Interstate 40 ist doch die auch ein Teil von der Historical Route 66 abdeckt, ne? Bitte rechts halten. Okay, jetzt hast du den. Wow, da leuchten die Mästen. Ich hasse es immer, wenn die Autos genau auf meiner Höhe fahren.
Ich habe teilweise diese Reflexion, die in der Innenscheibe kommt. Warum haben sie die jetzt gemacht? Ich meine, es ist ja schön, dass man jetzt sieht, die Reflexion von der Laterne. Aber wie kann die Lampe da drin reflektieren, wenn wir ein fucking Dach über dem Kopf haben und die Lampe da gar nicht durchleuchten kann? Ich meine, gut. Ich wollte eigentlich das hier, danke. Wir haben da oben so ein kleines Fenster. Das heißt, rein theoretisch, wenn die Lampe da ist, aber. Weiß nicht. Aber können wir mal gucken. Bei den Nicht-Laternen. Ein bisschen von der Fahrbahn abgekommen. Kann ja mal passieren. Ist jedem bestimmt schon mal passiert. Mit 300 Sachen auf der Autobahn. Oder mit 300 Sachen auf der Spielstraße. Sucht euch aus. Oh, wir dürfen schon 70 fahren. Ich meine, gut, wir erreichen nicht mal 65 so. Da werden wir auch, da werden wir auch 75 nicht erreichen. Wobei es sieht aus, als wenn es jetzt ein bisschen bergab geht. Dann könnte es was werden. Ah, siehst du, wir haben schon 60. Ah, 65. Oh, da vorne geht's wieder bergauf. Na super. Alle der Marsch. 70. Auf, los, Truck, gib alles, was du hast. Ah. 75 erreichen wir nicht mehr. Aber wir sind zumindest nah dran. Und kommen ordentlich auf den Arsch. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, apropos Rastplatz, wie sieht es eigentlich aus mit Schlafen? Wir brauchen noch 9 Stunden. Okay, also wir müssen irgendwann mal schlafen gehen. 11 Stunden. Obwohl, nee. Wir haben noch. Wir haben immer noch 11 Stunden? Mit wie viel haben wir denn begonnen? Okay. Gut, auf jeden Fall ein paar pennen müssen wir nicht, wir können einfach direkt durchfahren. Sehr praktisch. Vor allen Dingen, wenn wir so gut durchkommen wie jetzt hier. Wobei da vorne schon wieder ganz schön Stau ist. Das wirkt sich doch wieder negativ auf meine Bilanz aus. Und wir müssen wahrscheinlich einmal tanken. Der Sprit, der reicht definitiv keine 600 Meilen mehr. Ah, da vorne wird es schon dichter. Ey, bremst nicht vor mir. Der Serge, wir nehmen jetzt schneller als du. Oh, da vorne kommt die letzte Kurve. Und ein Rastplatz mit der Tanke. Dann würde ich mal sagen, fahren wir da direkt rein. In der Kurve, hier müssen wir jetzt eh bremsen, von daher. Wir können sogar aussuchen, welche Tanke wir nehmen. Geradeaus.
Wo ist denn meine Schnauze, sag mal? Lol. Gut. Den Zipfel da hinten habe ich nicht gedacht. Was ist das, wenn jetzt der Zipfel dran? Was ist das? Achso, da kommt Schüttgut raus. Ah, verstehe. Ich tue es einfach mal so. So, wir können da rein direkt. Schon direkt ein Prozent Schaden. Gut, andererseits ist das auch eine Werkstatt gleich. Route neu berechnen. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Wie was mit Nein? So. Dann fahren wir mal zur Werkstatt. Und dann würde ich mal sagen, mach da an der Stelle gleich vollen Pause. So, und wer mich kennt, ich meine, ich achte auf Qualität und deswegen, sobald irgendwo kleiner Rostfleck ist oder irgendwo Kratzer ist oder wir vorne jetzt angestutzt haben, statt vorne die Panne zu wechseln, wechsle ich einfach den gesamten LKW. Dieser Satz hier unten gefällt mir. Also, kann ich jetzt immer noch alles tauschen? Ne. Ist immer noch null. Okay, das ist perfekt in Zustand. Oh, ist aber schade. Nagelneuer LKW. Nice. Gut. Dann würde ich mal sagen, das soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.